Hallöchen und willkommen zurück bei Mad Max. So, jedes Mal die Kamera. Unmöglich. So, wir müssen mit dem guten, kleinen, krüppligen Jump Bucket sprechen. Der hat wieder was für uns. Beginnen wir direkt mal die nächste Mission, würde ich sagen. Oh, Erzengel, wie der Jack, sind spezielle Konfigurationen des Magnum Opus, die von Jump verehrt werden. Um damit zu beginnen, solltest du das Untermenü Erzengel aufrufen. Wähle Erzengel. Wo? Ach hier. Ah, wenn du einen Erzengel auswählst, werden dir die notwendigen Verbesserungen angezeigt. Grüne Farbe zeigt die Verbesserungen, die du bereits besitzt. Und rote Farbe die, die du noch benötigst. Wähle den Jack, um die vorausgesetzten Teile anzuzeigen. Okay. 5 Teile. Ich kann gerade... Ach so. Hauptmission. Aha. Okay. Ich weiß gerade echt nicht genau. Ach, hier sind die anderen. Ah, nice. Ach, geil. White Spike. Oh, super. Hey, na, da können wir uns ja noch auf was freuen. Okay. Hauptmission, Klassiker des Ödlands. Sorry. Entschuldigt. Sprich mit Reed. Jawohl. Meister der kleinen Festung. Reed, altes Haus. Was ist denn los? I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. But no promises. Fine, driver. Look around. Bauprojekte. Es gibt eine Menge Bauprojekte in Festungen. Nähere dich ihnen, um ihre Voraussetzungen und Belohnungen zu sehen. Oh, super. Noch mehr, was man machen kann. Bauen wir denn mal was? Da hinten sehe ich was. Ach hier. Ja, ich komme gleich. Jump. Schmeckru, baue ein Team auf, das alle Suchbereiche innerhalb des Hoheitsgebiets der Festung auf der Karte markiert. Teile benötigt 0 von 3. Was? Das ist so ein Teil, oder was? Schmeckru-Teile. Ah, jetzt können wir also noch mehr finden. Okay. Was gibt es denn noch? Hier war doch noch irgendwo was. Ah, das sieht man halt schlecht, ne? Hätten sie vielleicht noch ein Icon drüber packen sollen oder so. Schrottcrew. Bau ein Team auf, das Schrott sammelt, während das Spiel ausgeschaltet ist. Benötigt Online-Verbindung. Okay. Das kenne ich von... Ja, von Assassin's Creed Black Flag war das so. Da waren die Schiffe dann auch unterwegs, wenn man halt eigentlich nicht im Spiel war. Waffenkammer. Bau eine Werkbank, die Max Munitionsgürtel kostenlos auffüllen kann. Oh, das ist auch klasse. Gerade für das Scharfschützengewehr. Was haben wir noch? Ein Ölbrunnen. Bau eine große Ölsammeleinheit, die den Magnum Opus kostenlos auftanken kann. Ist der nicht eh mal aufgetankt, wenn ich hier reinkomme? Keine Ahnung. Bau einen Madenbrutbereich. Der Max Gesundheit kostenlos wiederherstellen kann. Wasserspeicher, baue eine große Wasserspeichereinheit, bei der Max seine Feldflasche kostenlos auffüllen kann. Was haben wir hier noch? Die Putzcrew. Sehr gut. Baue ein Team auf, das für Max Schrott von allen vernichtenden Fahrzeugen innerhalb des Hoheitsgebiets der Festung sammelt. Oh, super, da muss man das nicht mehr selber machen. Ah, Mahlzeit. Tja, das ist doch nett. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, was ich kenne, wo man mit L2 oder LT springt. Was haben wir hier? Ach, hier liegt noch mehr rum. Hund und Buggy. Beschaffe Jumps Buggy.
und den Hund, um gefahrlos Minenfelder und Landminen im Ödland ausfindig zu machen. Aha. Was haben wir noch? Gibt's hier noch mehr? Oh, doch, hier. Das sieht man echt nicht so einfach. Kleiner Vorrat, sammle einen kleinen Vorrat Schrott, um zum Wachstum der Festung beizutragen. 500 Schrott. Boah. Tja. Okay, Jump. Was willst du denn von uns? Recall our companion, Saint. The Dinky D. Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt to crisp. Oh, food for somebody. No, no. I think he made it out. Yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Dinky D kehre zu den Trümmern von Jumps Versteck zurück und bring den Hund und den Buggy zu Cheats Festung. Belohnung, Jumps Buggy und der Hund werden der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Oh, das wäre super. Ja, geil. Machen wir. Ödland-Mission sind optionale Geschichten, die in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden können. Ja, los geht's. Ausgucke. Ach guck mal, wir waren schon mal bei so einem Ballon, da sind wir aber nicht rangekommen. Benutze den Ballon an Ausgucken, um einen guten Überblick über das umgebende Gebiet zu erhalten. Steige im Ballon auf und nutze das Fernglas, um wichtige Orte in der Umgebung zu erspähen und zu markieren. Sobald ein Ausguck verwendet wurde, kann Max mit Hilfe der Karte im gesamten Ödland eine Schnellreise dorthin ausführen. I want to know what we're up against in this region. Ah, Tactics! Very clever! The hotter balloons, the big boingers! Floating all around like they're used by Scrotus boys to scope and spy. Loose. Mir wird immer noch was auf der Karte innerhalb der Festung angezeigt. Ach so, dort oben, okay. Show me one. Ah, wir haben gerade so viel zu tun. Was willst denn du noch? Ich quatsch den jetzt nochmal an, bevor wir loslegen. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need... Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Pulvergier. Jeet will einen Gefangenen aus den Fängen einer Gruppe sklaventreibender Roadkills befreien, der sich mit der Herstellung von Schießpulver auskennt. Finde die Höhle, in der sie sich verstecken und befreie den Gefangenen. Belohnung, ein Waffenkammerbauprojekt in Jeets Festung. Also wird noch mehr von den Bauprojekten dann freigeschaltet. Okay, er hat uns markiert. Super, da haben wir einfach bloß noch eine Aufgabe bekommen von ihm. Okay, halt, müssen ja mal im Auto einsteigen. Ich suche immer so den Ausgang. Schauen wir uns noch mal. Hier unten ist Jumps versteckt. Da düsen wir jetzt mal als allererstes hin. Da haben wir schon ein bisschen Weg vor uns, bis wir da sind. Mal gucken, vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin irgendwas, was wir noch erledigen können. Okay, der Tank ist doch nicht hundertprozentig voll. Gab es einen guten Tipp, ich sollte doch mal so einen Benzinkanister mit hinten aufs Fahrzeug draufstellen, damit wir was als Reserve haben. Das muss ich dann mal machen, wenn wir irgendwo wieder einmal... Moment. Ach, da oben. Nee, da komme ich jetzt nicht hin, Kumpel.
wenn wir mal wieder einen finden, dann müssen wir das mal machen. So. Da ist doch schon wieder. Vogelscheuche, genau. Bedrohung verringert. Stufe 4? Ne, doch. Hat gereicht. Okay, wir sehen also, wir brauchen doch schon eine ganze Menge Schrott. Nicht nur um... Oh, oh, da kommen ein paar von den Leuten. Ne, die fahren vorbei, oder? 12-mal Schrott sogar bekommen. Okay. Gut. Um, es weitergeht. Kann ich hier durchbrechen? Ja, natürlich. Super. Ja, mein Lager. Ich habe gerade nachgeschaut, ob ich hier vielleicht einen Scharfschützen entdecken kann. Was haben wir hier alles? Dreimal Schrott. Da stehen noch ein paar Leute rum. Komm, die prügeln wir jetzt mal zusammen. Oh, das ist ein Benzintank. Super. Jawohl. Alles abgeblockt. Haha. So, noch einer. Also genug. Oh, verdammt. Ah, den habe ich nicht gesehen. Zu spät reagiert. Nice. Nein, nicht darunter. Oho, schade. Halt, liegt hier vielleicht was rum? Ja, tatsächlich. Wir haben ja schon einmal Schrott. Zwei fehlen noch. Schade, dass er sich halt hier nicht so hochziehen kann. So eine kleine Animation finde ich ganz geil. Macht aber nichts. So. Kanister her. Ah, kann er auch springen, wenn er was in der Hand hält. Lalala. Schütten wir mal ein bisschen was in den Tank rein. Ach, da war auch gar nichts weiter drin, dem Kanister. Ist aber schade. Der ist leer. Na gut, Auto ist voll. Okay, links ist die Taschenlampe. Ich muss doch mal drauf schauen. Da ist nichts drin. Wahrscheinlich hier oben. Ne. Einmal noch. Hier war tatsächlich nichts, okay. Okay, das kann nur hier irgendwo rumliegen. Ach, vielleicht da oben auf diesem kleinen Ausguck. Ah, super, auch Munition. Vielleicht sogar nochmal Scharfschützenmunition. Nee, eine Schrotflinte und, also einmal Schrotflintenmunition, oh wow, einmal Schrott. Und ein Messer sogar noch gefunden. Die sind auch immer ganz gut, die kann man immer mal für die Nahkämpfe dann mitverwenden. So, jump, weiter geht's. Wir fahren nochmal in dein altes Versteck. Und gucken mal, ob wir da noch was rausholen können. Wir suchen immer noch den Dingidi und den Hund. Achso, ja gut, hier war noch eine Wasserstelle. Aber das brauchen wir nicht, wir sind noch voll. Okay, ein klein wenig Lebensenergie haben wir schon verloren, aber... Warte mal, ich könnte doch... Wie war das denn? Nee. Okay, gut. Hat sich erledigt, machen wir normal. Vorsicht. Ich bin immer wieder begeistert von den Explosionen, muss ich sagen. Die sehen wirklich schick aus. Warum
sind das eigentlich alles Autos, die rechts fahren? Ich kapiere das nicht. Ist das so bei Mad Max? Ich habe zwar den Film gesehen, kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Die alle rechts fahren. So. Huch. Nicht weg. Da haben wir direkt noch eine Vogelscheuche, das sind aber viele. Komme ich hier hoch? Mit viel gutem Willen und genügend Schwung. Nice. Und mit ein bisschen Boost schaffen wir das. Was ist denn, wenn ich die Zahl dort oben komplett verringert habe? Gibt es dann gar keine Bedrohung mehr? Halt, komm her. Na, doch, jetzt, nein. Ah. Beim dritten Mal aber. Okay, ich versuche dann auch mal rechts einzusteigen. Vielleicht ist es bloß bei dem Auto so, aber ich glaube, das war bisher bei jedem so. Kleiner Sprung für die Galerie. Oh, was haben wir hier? Hier ist so ein Ausguck. Und da hinten liegt sogar noch mal irgendwas rum. Hier an diesem kleinen versunkenen Boot. Oh Mann, der Staub sieht so gut aus. Ja, schon Wahnsinn. Ratten? Schon Wahnsinn, wenn sich hier wie sich so die Grafik überhaupt entwickelt hat in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10 Jahren. Jawohl, Sniper-Gewehrkugeln. Haben wir hier alles? Ja. Na, wieder links eingestiegen. Egal, wir fahren hier die 3 Meter noch bis zum Ausguck. Nutze den Ballon am Ausguck, um wichtige Orte auf der Karte zu markieren und einen Schnellreisepunkt freizuschalten. Ein historisches Relikt. Oh, mit einem Schneemobil. Ey, so ein Ding würde ich auch sehr gerne mal fahren, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Projekt Blackout. Phase 5. Schneemobil. Wir werden nicht zusammen mit den anderen untergehen. Wenn sich jemand auch nur in der Nähe unseres Verstecks begibt, werde ich ihn höchstpersönlich massakrieren, Sarah. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu fröhlich vorgelesen. So again. Ja, ist egal. In der Spielwelt ist jeder verloren. So, da haben wir nochmal einen Benzinkanister. Hier, fang. Gott sei Dank geht unser Auto dabei nicht hoch, aber dabei war ja nicht angezündet. So. Das ist ja witzig. Okay, das ist mal was anderes, als nur auf Türme oder Kathedralen zu klettern, um sich dann einen Überblick zu verschaffen. Boah, nice. Wie hoch geht's denn? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Aha, ich muss sogar bestimmt hoch. Ah, okay. Achso, der macht dann automatisch das Fernglas klar. Vogelscheuche schwach. Was haben wir da noch? Noch eine Vogelscheuche. Ein Ölpumpenlager. Sniper. Topdog-Lager. Eine Vogelscheuche und nochmal so eine Todesfahrt. Das war ja auch ganz witzig. Beim letzten oder beim vorletzten Mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Achso, ich bin schon ganz rausgezoomt. Also reingezoomt. Ja, irgendwie. Da müssen wir jetzt eigentlich hin zu Jumps Versteck. Okay, finden wir noch was? Das hier sind bloß Lichter, das sind keine Punkte, die ich scannen kann. Oder? Warte mal. Vielleicht bin ich ran. Ach nee, der Zoom begrenzt sich ja hier auf. Irgendwie, weiß ich nicht, einen Millimeter oder so. Okay, gut. Ja, anscheinend ist nicht mehr. Achso, jetzt hat es mir das nochmal angezeigt, wo was ist. Da hinten müssen wir erstmal hin.
Da ist das Zielgebiet von unserer jetzigen Mission. Verbündete? Ah, schade, jetzt habe ich das nicht gelesen, was da links stand. Kann ich das nochmal irgendwie sehen? So die letzte Info, die ich irgendwo bekommen habe. Bei GTA ging das immer. Einstellung. Spielfortschritt, wie sieht's denn aus? Gibt es hier eine Prozentanzeige? Nö. Oh, ich liebe Statistiken in Spielen. So, senken wir uns mal wieder ab mit dem Ballon und dann fahren wir nochmal zu diesem riesen Versteck von Chum. Gucken, ob der Kanister noch vorm Auto rumliegt. Ja, der liegt noch da. Ja, war jetzt nicht so verkehrt, die erste Ballonfahrt. Hat mir gut gefallen. Then the trial is surely upon this lowly acolyte. I shall protect the magnum opus as best I can. Wäre ganz geil, wenn ich direkt sehen könnte, wie viel in dem Kanister drin ist, den ich gerade aufgehoben habe. Oh, super. Da ist noch viel drin. Dann packen wir den hinten auf das Auto mit drauf. So, wir können, glaube ich, bloß einen mitnehmen, oder? Ich glaube, ich mache die Folgen allgemein auch so ein bisschen länger, immer bei Mad Max. Wenn ich hier jedes Mal nur 20 Minuten mache, dann stehen wir nächstes Jahr noch mit dem Spiel da. Ist der bekloppt? Ich will doch hier hin. Ich habe gerade gewundert, warum der mir eine andere Location angezeigt hat. Ja, jedenfalls, die Folgen werden ein paar Minuten länger gehen. Also nicht nur 20. Irgendwas zwischen 25, 30 oder so wird sich das wahrscheinlich einpendeln. Hui. Huch. So, mal schauen, wie die sein Versteck zugerichtet haben. Mein Buggy? Haha, du, aber sie lebt jetzt. Sturdier than it looks. Ah, der Hund. There you are. Found food and water too. Good dog. Na, dann komm mal her. Dinky D's alive! I knew he would prevail. He's a survivor that way. Ach, heißt der Hund Dinky D? Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Hey. Ah, okay. I'm taking it back to Jeet's fortress. Gut. Zurück zu Jeets Festung. Hui. Hier haben wir keinen Boost drin. Wir müssten vielleicht sogar ein bisschen vorsichtig sein. So viel ist an dem Auto noch überhaupt nicht dran. Ja, mittlerweile komme ich auch ein bisschen besser zurecht mit der Steuerung. Ich finde es aber gut, dass die so arkadisch gehalten ist. Würde auch nichts anderes zu dem Spiel passen. Also die Simulation braucht hier keiner bei der Fahrzeugsteuerung, denke ich. Das ist ja geil, wie der Hund hinten drauf steht. Oh, was haben wir da? Ah, so ein Minenfeld oder was? Hier. Na gut, das werden wir wahrscheinlich später nochmal mitkriegen, wie das funktioniert mit dem Hund und dem Minenfeld. Hey, kann ich euch helfen? Na komm, geben wir ein bisschen was von unserem Wasser ab. Bitte, bitte, gern geschehen. Alter, seid ihr bekloppt? Das darf doch wohl nicht. Du Arsch. Will man den Frauen helfen? Und dann so. Alles okay bei euch?
Toll, die eine hat's erwischt. So ein fieser Sack. Was hat denn der hinten eigentlich alles drauf? Which way? Gut. Where you go? Oh, das ist gar nicht so schlecht. Da können wir hier direkt nochmal unser Wasser nachfüllen. Jetzt, wo es dann doch noch... Ja, genau. Hechte dich raus, wo wir es doch noch gebraucht haben. Nanu? Das muss doch hier sein. Wird man doch hier irgendwo auf der Karte angezeigt. Über uns. Halt. Hier ist nochmal ein Benzintank. Okay, auf der Minimap und auf der Karte ist hier eigentlich so ein Zeichen, dass wir uns hier trinken holen können. Tja. Geht nicht, macht nichts. Wir haben ja noch was über. Wieso gibt es denn eigentlich keine Hupe? Schade. Okay, fahren wir jetzt dann doch zurück zu Schlitz Festung. Haben wir den Hund gerettet? Ach guck mal, da liegt er jetzt hinten drin. Kann das sein, dass er dann rauskommt aus seiner kleinen Hütte, sag ich jetzt mal, seiner kleinen Autohütte? Wenn irgendwo ein Minenfeld oder Gefahren lauern, da oben steht der Typ, da müssen wir irgendwann nochmal hin, da können wir noch Max noch so ein bisschen upgraden. Also nach wie vor macht es immer noch sehr viel Spaß und es kommen ja immer noch neue Sachen dazu. Das ist ja immer so bei Open World Spielen so eine Geschichte, das teilweise wirklich lange dauert oder länger dauern kann, bis man dann so die ganzen Sachen, die ganzen Features erstmal freigeschaltet hat. So, ich halte hier nochmal an wegen Trinken. Da macht automatisch die Taschenlampe an. Oder ist der Tropfen, ist das Benzinkanister, weil jetzt hier auch wieder ein Benzinkanister rumsteht. Ach hier. Hier ist was zum Trinken. Okay, dann süffel ich mal ein bisschen was aus unserer Feldflasche. Ach, geil. Können sie eigentlich, naja, komplett oder fast komplett wieder nachfüllen. Ja, komplett. Okay, nice. Oh. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich kann mich nicht großartig verteidigen mit der kleinen Kiste hier. Nichts passiert. Lasst mich rein. Oh, da waren wir fast wieder runtergefallen. Hund und Buggy, super. Hund und Buggy Bauprojekt kann erstellt werden. Okay, der Hund heißt tatsächlich Dinky D. Dinky D. Super. Sehr, sehr schön. Hund und Buggy, Jumps, Buggy und der Hund wurden freigeschaltet und sind verfügbar, um Minenfelder und Landminen sicher im Ödland ausfindig zu machen. Jo. Ödland-Mission abgeschlossen. Dinky D, ich habe Jumps, Buggy und den Hund zu Cheats Festung zurückgebracht. Ich denke, sie werden sich als nützlich erweisen. Denke ich auch. Neues Fahrzeug der Sammlung hinzugefügt. Jumps, Buggy und der Hund. Speedster? Ach hier, der hier oder was? Jumps Buggy, genau.
Huch, gibt aber eine Menge. Halt. Ach so, die kann ich nochmal... Ach, die kann ich mir auch so anzeigen lassen. Okay. Na gut, wunderbar. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.